Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Runde von Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge gab es ja wieder mal ein bisschen Probleme und Widrigkeiten mit Lags. Ich hoffe, jetzt läuft's wieder. Jetzt wollen wir nochmal mit dem Barelzar reden. Was für ein Missvergnügen, was für eine Enttäuschung. Nichts klappt, obwohl jede Berechnung präzise war. Und jetzt auch noch eine Unterbrechung. Wie ärgerlich. Wartet, wartet. Manchmal so. Dreht sich das große Zahnrad. Das haben wir alles schon gehört. Göttliche ich werde ich da mal schnell durchskippen. Ein Wechsel sein? Was für ein... Das ist, weil ich inzwischen halt eine Aufnahmepause hatte und jetzt mussten wir das nochmal machen. Und jetzt können wir hier irgendwie grüner Würfel. Wir können jetzt hier Sachen machen. Das hat nichts Gutes bewirkt. Okay, ja. Keine Ahnung, was wir hier genau machen müssen. Aktiviert, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Nochmal. Okay. Rauch anstelle von Licht. Nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. Nein, nein. Setz den Mechanismus zurück und dann nochmal. Okay, Mechanismus. Das hat nichts Gutes bewirkt. Wie können wir denn das zurücksetzen? Ach, hier. Also grün als erstes war falsch. Dann probieren wir doch mal lila. Aktiviert, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Nochmal. Dann probieren wir mal gelb. Auch nicht. Von Licht, nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. So, das ist offensichtlich ein Rätsel. Wir müssen das irgendwie testen, was zuerst passieren muss. Nein, nein, setz den Mechanismus zurück und dann nochmal. Und dann nochmal. Okay, also jetzt haben wir eigentlich alles durch, bis auf Rot. Ein guter Anfang. Weiter so. So, dann probieren wir es mit Grün. Nein, nein, setz den Mechanismus zurück und dann nochmal. Das kann aber ein bisschen dauern, deswegen rennen hier auch so viele Leute rum. Die müssen es auch ein alle machen. Guter Anfang. Weiter so. Rot. Lila. Rauch anstelle von definitiv Licht. Nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. Also, Rot. Ein guter Anfang. Blau. Auch nicht. Das hat nichts Gutes gut, dann gehört. Ist es also rot und gelb. Ein rot. Guter Anfang. Weiter so. Gelb. Lila. Aktiviert. Definitiv aber nicht. In der richtigen Reihenfolge. Nochmal. Okay. Rot. Ein guter Anfang. Weiter so. Gelb. Blau. Blau. Nein. Anstelle von Licht, nicht die Reaktion, auf die ich vielleicht dann also rot, gelb, grün. Ein guter Anfang. Rot. So. Gelb. So weit, so gut. Grün. So, wenn da immer einer dazwischen sein muss, dann muss es blau sein. Weil es ist nie der, der links oder rechts daneben steht. Es war immer einer dazwischen Platz. Deswegen wusste ich den Rest jetzt. Okay, also ich habe mir das so gedacht zumindest, dass ich es weiß. Jetzt reden wir nochmal mit dem Barelzar. Perfekt, das sind die Vorzüge von einem zusätzlichen Satz Gliedmaßen. Die Energie fließt frei und ohne Störungen, sodass die Stäbe und Kolben sich höchst harmonisch ausrichten können. Hab Dank. Warum wollt ihr denn nun etwas über göttliche Energie wissen? Tja, ich wurde hergeschickt, um euch zu fragen, was ihr über die Übertragung göttlicher Energie wisst. Hergeschickt? Wie interessant. Ich dachte gerade an meinen ehemaligen Meister Sotasil und die Experimente, die wir durchgeführt haben. Er hat verzweifelt versucht, die Macht zu verstehen, die er und seine Gefährten erlangt hatten. Insbesondere ging er der Frage nach, ob diese Macht flüchtig sein würde. Okay, ist Sotasil zu einem Schluss gekommen? Nicht, solange ich sein Assistent gewesen bin. Er hatte ein Werkzeug, mit dem er kleinste Mengen seiner eigenen göttlichen Energie absaugen konnte, um sie zu untersuchen. Sie ließ sich nach Belieben extrahieren und wieder integrieren. Ich bin mir nicht sicher, was aus dem Werkzeug wurde, aber hier sind meine Notizen aus jenen Tagen. Okay, diese Notizen sollten hilfreich sein. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Noch mehr Fragen? Nun, Fürst Sotasil sah Neugier immer als Zeichen intellektueller Überlegenheit. Daher schätze ich, dass ich es genauso halten sollte. Fragt,
und ich werde versuchen, die Zahnräder eurer fortlaufenden Ausbildung fester zu ziehen, so gut es eben geht. Okay, das Werkzeug, das ihr erwähnt hattet, ist es eine Waffe? Eine merkwürdige Frage. Ist ein Hammer eine Waffe? Eine Säge? Ein Federspanner der Dwemer? Nein, es war lediglich ein Werkzeug, ein Gerät, das Sotasil erschuf, um ihn bei seinen endlosen Experimenten zu unterstützen. Ich könnte mir vermutlich einige Methoden überlegen, um dieses Gerät etwas umzubauen. Doch zu welchem Zweck? Hm? Wisst ihr, wo das Werkzeug jetzt ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Werkzeuge bekommen oft Beine, wenn man nicht wachsam bleibt. Ich hatte mal einen Guar, der immerzu Werkzeuge verschluckte, wenn ich nicht hinschaute. Er leuchtete dann einen Monat lang, bis die Verzauberung verging und er das Werkzeug wieder ausschied. Ihr hättet die Schreie hören sollen. Ihr habt mit Sotasil gearbeitet? Ich war sein Lehrling, doch das ist viele Jahre her. Ich arbeitete eine gewisse Zeit lang in der Stadt der Uhrwerke. Dort habe ich einiges über Energieübertragungen, Dwemer-Maschinen und mechanische Symmetrie gelernt. So wurde ich zu dem Dunkelelfen, der ich heute bin. Okay. Aber ich habe eine Frage. Wer hat euch geschickt? Erzkanoniker Tavus hat mich geschickt. Der Erzkanoniker? Fürst Vivex, Hohepriester? Plötzlich greifen die Zahnräder ineinander. Mir fallen zahllose Gründe ein, warum Alm und Vi etwas über Si und seine Werkzeuge wissen wollen könnten. Aber manche Türen sollten einfach niemals geöffnet werden. Erzählt mir mehr über Sotasil. Er ist der Vater der Mysterien und der Architekt der Zeit. Ein Mitglied des Tribunals der drei lebenden Götter der Dunkelelfen. Er erschuf alle möglichen hilfreichen und faszinierenden Maschinen, wie etwa die Stadt der Uhrwerke. Ich habe meinen alten Meister seit vielen Jahren nicht gesehen. Was ist die Stadt der Uhrwerke? Sie ist ein greifbares, wahr gewordenes Wunder. Voller Messingtunnel, Glaskuppeln und riesiger Zahnräder. Die Dwemer mögen ihn zu diesem Werk inspiriert haben, aber die Stadt der Uhrwerke ist dennoch ganz und gar Sotasils Werk. Er erschuf sie, um die Zukunft zu schmieden und die Welt neu zu formen. Ich habe dort vieles gelernt. Okay, ich glaube, jetzt hat er uns nichts mehr zu sagen. Wir sagen ihm Lebewohl. Und, keine Ahnung, Turm Unterbau, da können wir nicht hin. Schade, wieso können wir nicht in den Turmunterbau? Über das Verlängern der Existenz. Das werde ich jetzt einmal nicht lesen. Ihr könnt es einfach anschauen. Alt, schließen. Ja, wir müssen rausgehen. Wieso können wir nicht in den Turmunterbau? Das finde ich voll schade. Ich muss meine Beobachtungen sehen. Vielleicht müssen wir später nochmal hier zurück. Auf jeden Fall können wir jetzt momentan erstmal nichts mehr hier machen. Deshalb gehen wir raus. Ich glaube, dass wir uns dann den nächsten Punkt suchen werden. Auf der Map. Wir haben ja noch zwei Orte, die wir untersuchen müssen für die Quest von Fürst Vivek. Und ja, dann schauen wir mal. Und ich glaube, was wir auch dringend einmal machen sollten, ist uns mal auf die Suche nach Himmelsscherben begeben. Denn dann würden wir auch wesentlich mehr Fertigkeitenpunkte erhalten und würden dadurch auch etwas stärker werden. So, Turmunterbau. Wir können jetzt natürlich noch einmal rundherum gehen. Hier ist ein Pilzkäfer. Ich suche einen Krabbler. Wir können natürlich einmal noch rundherum gehen und gucken, ob wir da jetzt rein können. Da, wo wir den anderen Eingang gefunden hatten wir ja was entdeckt, aber nein, Barilsas inneres Heiligtum können wir nicht. Später vielleicht, zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube, wir untersuchen jetzt den Ort und dann reisen wir mal nach Zantiraris, weil das dann so ein bisschen auf dem Weg liegt. So, hier können wir ein bisschen kämpfen. Wir müssen auf jeden Fall eine Stufe aufsteigen. Das wäre super wichtig. Autsch.
Hat er uns fies von der Seite getackelt? So, oh, will er nochmal? Ich glaube, meine Reaktionszeit ist heute nicht so gut. Wo war jetzt der richtige Weg? Da. Beziehungsweise, was heißt richtiger Weg? Hier gibt es ja keinen in dem Sinne richtigen Weg. Zack. Ah, manchmal bekommt man aber doch Sachen. Zumindest die Pilzkäfer scheinen sich zu lohnen. Da ist ein Arlid. Wollen wir den mal angreifen? Oh, der hat uns schon... Der hat uns schon gesehen. Ich glaube, wir verschwinden mal und... Oh. Aber das geht ganz gut. So stark sind die jetzt auch nicht. Die ganz normalen Mobs, die hier so rumlaufen. Wir müssten jetzt eigentlich nah dran sein an dem Ort. Der Schrein von Asura entdeckt. Das gibt ja auch Erfahrung, wenn man Orte entdeckt. Und manchmal gibt es auch Quests. Kann man da auch irgendwie hoch? Hm, vielleicht ein bisschen nicht auf dem herkömmlichen Weg. Hopp. Was können wir da machen? Urne untersuchen. Adamat. Gibt es noch mehr? Nee. Na gut, immerhin. Okay, dann visieren wir mal unseren Wegpunkt an, den wir uns gesetzt haben. Ah, hier gibt es noch eine Rune. Die nehmen wir natürlich immer mit. Die sind immer gerne gesehen. Gut, würde ich sagen, einfach direkt geradeaus. Hier müssen wir fast schwimmen. Und irgendwie vermisse ich wirklich ein paar Himmelsscherben zu sehen. Normalerweise sieht man ja dann immer leuchtende Strahle. Aber ich sehe gar keinen. Bestimmt sind in der Stadt Vivek noch einige versteckt. So, was haben wir hier? Ein Kraut. Kornblume, die nehmen wir mit. Alchemistisches Harz. Das ist auch cool. Harz. Harzernterin. Manchmal. Ich bin bestimmt schon an einer Menge Pflanzen vorbeigelaufen. Man kann es auch skillen, dass sie so einen Blur-Effekt bekommt, damit man sie besser sieht. Aber es ist natürlich grundsätzlich unnötige Verschwendung von Punkten. Würde ich nicht so gerne machen. Autsch. Oh, der vergiftet uns, oder? Oder verätzt uns. Hier ist noch ein Erz. Basternterin. Erz. So, am Wasser findet man oft Sachen. Das können wir nicht ernten. Oh, was bist du denn? Autsch. Oh, irgendwie dachte ich gerade, wir hätten ihn, aber dann kommt er von oben. Verdorbenes Fell und Eiter. Also von denen kriegt man immer viel Eiter von den Monstern, die hier sind. Merke ich. Pilzkäfer. Hm. Schlammkrabben. Schlammkrabben sind auch immer gut. Kriegt man halt Schlammkrabben, Chitin. Und manchmal Rohlederfetzen. Die Rohlederfetzen sind halt für uns doch ein bisschen wichtig. So, sind wir denn unterwegs zum richtigen Ort eigentlich? Ja, schon. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier gefunden? Wird uns überhaupt nicht angezeigt.
Einfach irgendein Turm, oder wie? Zack. Ich glaube, da vorne war das eine Grabmal. Was ist denn hier? Schiffswrackbucht. Es gibt halt viele Orte, die man entdecken kann. Da haben wir noch einen Alit, der uns jetzt auch gesehen hat. Oh, es sind zwei. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Liebe Leute. Den einen ausschalten. So. Okay, kein Problem. Dunkles Fleisch haben wir bekommen. Was haben wir denn hier entdeckt? Gar nichts. Jedenfalls kann man nicht reingehen. Violetter Tintling. So. Ich glaube, wir müssen hier rum. Versuchen wir uns mal ein bisschen anzuschleichen. Ja, wir sind schon wieder entdeckt. Wir sind noch schlecht im Schleichen. Das geht viel besser. So, nix Ochse. Da vorne ist ein Wegschrein. Oh, wir sind auch am Ziel vorbeigelaufen. Das macht aber nichts. Dann schnappen wir uns jetzt erst schnell den Wegschrein und gehen dann zurück. Wenn hier ein Wegschrein ist, vermute ich ja, dass hier auch irgendwas anderes ist. Und wir haben viele Gegenstände geplündert unterwegs. Allein daher hat es sich schon ausgelohnt. Ich weiß nicht, was wir hier gefunden haben. Kann man hier nicht rüber? Na, come on. So, den Wegschrein haben wir entdeckt. Wegschrein von Brandora. Ich sehe keine Quests oder sowas. Aufschließen. Aber das ist doch ein Haus auf jeden Fall. Na gut, vielleicht müssen wir hier später noch hin. Wache des Hauses. Mit der will ich nichts zu tun haben. Wir haben nämlich noch, wir haben noch Sachen. Diebesgut bei uns. So. Hier hinten ist was. Verstecktes. Diebesgut. Können wir das stehlen? Wir sind verborgen. Wir probieren es mal. Ja, wir nehmen alles mit. Diebesgut ist halt einfach super für, wenn man kein Geld hat, so wie wir, und Geld braucht, ne? Ich glaube, wir halten uns jetzt mal hier links, dass wir den anderen Ort dann noch entdecken. Schwimmen mal ein bisschen. Müssen noch weiter links. Meistens gibt es an diesen Orten irgendwelche starken Monster. Können wir uns ja mal anschauen. Diese eine Quarma-Mine, wo wir den Questauftrag hatten, war ja auch so. Ich höre irgendwas brüllen. Schiffswrackbucht entdeckt. Also zumindest haben wir es mal entdeckt. So, da kommen andere. Andere Spieler, die wollen auch wahrscheinlich dasselbe Monster machen. Dann haben wir wahrscheinlich gute Karten, dass wir es hinkriegen.
Wenn man denn hier irgendwas töten kann. Ja, müsste ja hier irgendein Monster auftauchen. Ich vermute, das spawnt dann wahrscheinlich noch. Ah. Nee, ich glaube. Das wird er wohl nicht gewesen sein, oder? Schiffswrackbucht. Mein Gott. Muss man auch erstmal aussprechen können. Flasche ist leer. Rucksack können wir durchsuchen. Eintopf können wir nehmen. Wie? Ist etwa unser Inventarfall? Wirklich wahr? Das kann ja nicht sein. Da müssen wir was machen. Dann nehmen wir mal den Rosenkräutertee. Den können wir nicht nehmen. Untersuchen. Glaube im Schatten. Glaube im Schatten des Roten Berges. Da wir hier zum Gebet im Tempel versammelt, sehe ich euch an, meine gläubigen Brüder. Oh, ich glaube. Das ist überhaupt nicht so schön. Es sind ein bisschen viele. Nee, keine Chance. Da werden wir von hinten gemeuchelt. Ich bin da irgendwie am Lesen. Ja, wir probieren mal, ob wir das mit den anderen hier zusammen vielleicht geschnaggelt kriegen. Umgehen! Oh, oh, oh. Also die sind ganz schön stark, die Monster, bei diesen Spezialsachen. Ich glaube, so ohne Hilfe würde man das wohl nicht hinkriegen. Oh mein Gott. Was bist du denn für eine? Raus da. Oh, ganz dringend raus da. Ah, wir hätten der Umarmung entkommen müssen. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir die jetzt machen können. Also das, da braucht man echt mehrere Leute. Ich halte mich jetzt hier mal ein bisschen am Rand. Gucken uns das mal an. Ich finde es ja schön, dass wir das mal sehen. Kambuchi, der Singvogel. Kambudi-Heal. Oder wie auch immer. Oh. Ich hätte jetzt gerne einen Bogen. Dann würde ich von hier hinten ein bisschen helfen. X? Nee, keine Chance. Ich glaube, unsere ganze Rüstung geht kaputt an ihr. Gar nicht so nah rangehen. Ich glaube, wir helfen mal hier mit. An denen können wir eher Schaden ausrichten. Und irgendwas bewirken. Chance. Die ist so krass. Also alleine könnte ich das überhaupt nicht machen, glaube ich.
aber wir versuchen einfach mal hier dabei zu bleiben bis zum Ende. Und wir versuchen einfach, sie immer mal wieder zu hitten. Einfach der Gruppe zu helfen, indem wir immer wieder mal X. Oh, wir haben es geschafft. Man muss dann immer X drücken. Aufgeben. Oh ja, ja. Einen Hit von diesen Dingen und wir sind so gut wie tot. Halten uns mal ein bisschen im Verborgenen. Im Schnellzugriff. Nehmen mal irgendwas für die Regeneration von Dingen. Close. Nicht geschafft bisher. Ich gebe es nicht auf. Ich will das jetzt hier mal herausfinden. Ob wir uns dazu wie soll man denn ohne Fernkampfwaffen an die rankommen? Ich glaube, das Beste ist, wir versuchen wirklich der Gruppe zu helfen, indem wir hier mit denen uns herumschlagen. Unglaublich. Unglaublich. Versuche mal, ihr Schaden zuzufügen. Ich denke, so langsam, wenn man da nicht schnell genug X drückt, hat man keine Chance, ne? Gut, nehmen wir uns mal wieder hier ein bisschen den anderen Monstern an. Schon ziemlich low. Oh, wir müssen da. Das ist close. Das ist echt close. Oh, wow.
Was für ein Gemetzel. Ist ja echt schon heftig. Extrem close. Wir müssen uns verbergen. Und irgendwie erstmal regenerieren. So. Keine Ahnung, was uns das jetzt gibt. Oh. Ja, und wir laufen nochmal genau durch. So, wo ist sie denn? Die hat doch jetzt nicht mehr viel. Ist doch der Hammer. Nee, wir versuchen das jetzt hier bis ganz zum bitteren Ende. Die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Hier müsste man rausbleiben, glaube ich. So, wir schaffen das. Wir geben ihr jetzt hier den Gnadenstoß weiter. Nein! Ach, halt. Wir haben sie. Nice. Abgeschlossen, die Schiffsaufbruch. Wir haben es bekommen. Seelenstein, Bogen der Kriegerpoeten, Rohlederhelm. Das sieht gut aus. Und wir können es leider nicht nehmen, aber ich glaube, wir werden einfach was anderes dafür wegwerfen. Wie zum Beispiel hier die Tomatensuppe. Tomatensuppe zerstören, ja natürlich, denn wir wollen ja den Bogen haben. Definitiv. Wow, meine lieben Freunde. Ja, das war doch aufregend. Ich sage euch dann hier an der Stelle erst einmal Tschüss und Bye Bye. Schaltet wieder rein beim nächsten Mal, wenn es heißt Elder Scrolls Online. Eure Kalugia.